Kontoinformationen, zum Beispiel für Spar- und Finanzmanager-Apps, der Mietwagenverleih, der den Buchungsbetrag auf ihrer Kreditkarte blockt, oder Bezahlen im Onlineshop. Immer mehr Parteien wollen auf ihre Bankdaten zugreifen. Für eine geregelte Sicherheit beim Online-Banking und Bezahlungen im Netz sorgt die zweite EU-Zahlungsdienstrichtlinie, auch Payment Service Directive oder PSD2 genannt. Mitte September 2019 verpflichtet PSD2 zu einheitlichen Standards für die Sicherheit im elektronischen Zahlungsverkehr, und zwar europaweit. Dies gilt sowohl für Dritte als auch für Banken. Was ändert sich dabei für Sie als Kunde? Sie benutzen zum Beispiel das Online-Banking oder Apps von anderen Finanzdienstleistern, die Ihnen einen Überblick über all Ihre Konten geben? Nun dürfen diese Finanzdienstleister ohne lange Umwege auf Ihre Konten zugreifen. Das allerdings nur mit Ihrer ausdrücklichen vorherigen Zustimmung. Sie haben immer die volle Kontrolle. Über die Zugriffsverwaltung in Ihrem Online-Banking behalten Sie immer den Überblick, welche Daten Sie wann und für wen freigegeben haben, und können dort natürlich auch Zustimmungen widerrufen. Um Ihre Kontodaten weiterhin gut abzusichern und vor Missbrauch zu schützen, verlangt PSD2 außerdem starke Kundenauthentifizierungen. Als Kunde müssen Sie sich zum Beispiel durch die zusätzliche Eingabe einer TAN beim Anmelden im Online-Banking und bei ausgewählten Aktionen ausweisen. Die Volksbanken Raiffeisenbanken sorgen dabei nicht nur für ihre uneingeschränkte Sicherheit, sondern stellen auch sicher, dass das rechtssichere Identifizierungsverfahren für Sie so bequem und einfach ist wie möglich. Wir machen den Weg frei und sicher.